Hallo und willkommen bei German Blanken Ärgern Reviews. Kurz vorweg mal, einige werden jetzt sagen, ups, was ist denn da passiert? Der stellt doch eigentlich Waffen vor. Ich mache eigentlich Tabletop-Reviews und Schusstests zu in Deutschland freien Waffen, aller Arten von Luftdruckwaffen, CO2-Waffen und Schreckschusswaffen. Das ist jetzt mal keine Waffe hier heute, sondern eine neue Kamera für meine Tabletop-Reviews. Und ich werde ganz kurz mal erklären, wie es jetzt dazu kommt. Bisher habe ich meine Videos mit, meine Reviews mit einer Sony Cybershot DSC-H300 gemacht. Die ist auch gar nicht so schlecht, obwohl es halt eine Low-Budget-Kamera ist. Aber das Problem war bei den Videos, dass bei den ersten Videos damals, als ich mit dem Kanal angefangen habe, das noch nicht so super hingehauen hat mit der Kamera und dass die leider zwischendurch, wenn man den Gegenstand nimmt und ein bisschen näher ranzoomt, um irgendwelche Details zu zeigen, ein bisschen näher an das an die Kamera rankommt, dass sie dann oft von alleine fokussiert hat, dadurch das Bild zwischendurch unscharf wurde und man das Fokussieren, was leider sehr laut ist dieser Kamera, das dann auch im Video unschönerweise gehört hat. Das hat mich persönlich sehr gestört und auch einige Zuschauer. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, erstmal im unteren Preisbereich zu bleiben und habe mich jetzt mal umgeguckt und umgehört im Netz, was ist so das Beste so bis 200 Euro für so eine Tabletop-Reviews. Und da bin ich auf die Sony HDR CX405 Handycam gestoßen. Und mit dieser Kamera werde ich jetzt ab sofort meine Tabletop-Reviews und Schusstests machen auf meinem Kanal German Blanken Ärgern Reviews. Die Videos werden also jetzt deutlich besser werden, das kann ich schon mal versprechen. Gucken wir uns das erstmal an, packen wir es mal aus. Oder gucken wir erst nochmal auf den Karton drauf. Hier haben wir halt einmal stehen Sony HDR CX405 Handycam. So, hier haben wir schon das Problem, ne? Sie braucht lange, um zu fokussieren, meine alte Kamera. Von daher legen wir gleich mal los hier die ganzen Weitwinkel, 26,8 mm, 60-facher klarer Zoom während des Films, 50 Bilder die Sekunde, MP4-Format wird aufgenommen. Gucken wir mal rein. Wir haben zum einen hier eine ganze Menge an Papier, Bedienungsanleitungen in allen möglichen Sprachen, auch in Deutsch. So, dann haben wir hier, habe ich schon mal zusammengebaut, das Ladekabel. Das ist so ein USB-Kabel. Da kann man die Kamera reinstecken, das zeige ich gleich mal. Dann haben wir dabei ein HDMI-Kabel. Einmal hier für den Anschluss am Fernseher, hier für die Kamera. Und dann haben wir die Kamera. Akku habe ich schon eingepackt. Da ist das gute Stück. Den ganzen anderen Kram mal weg. Da ist das gute Stück. Die ist relativ klein. Es ist halt so eine Handycam. Man sieht hier meine Hand. Und die Kamera passt da also locker rein. Ist deutlich kleiner als die Hand. So sieht das Ganze aus. Das ist also die Sony HDR CX405. 0,2 Megapixel. Hier vorne macht man das Ganze manuell noch auf. Das mag einige stören, mich stört es jetzt nicht. Weniger was elektrisch ist und auch dementsprechend nicht kaputt gehen kann, dadurch, dass es nicht elektrisch ist. So, hier in den Griff. Und da drin integriert ist das Ladekabel. Dann kann man hier dann reinstecken. Und das Ganze dann in die Steckdose. Ganz gut gelöst. Dann haben wir hier den Start. Knopf für die Aufnahme hier oben. Knopf für den Zoom. Hier kann man Fotos machen. Klappen wir so mal auf.
Damit schaltet man sie auch gleichzeitig ein. Das Display kann man drehen, sodass man sich auch selber filmen kann. Dann sehen wir jetzt die alte Kamera. Drehen wir das Ganze mal wieder um. So, dann haben wir... Na komm schon. Dann haben wir hier so eine kleine Klappe. Kann man einmal das HDMI-Kabel anschließen. Und hier ist eine Mini... eine Micro-SD-Karte. Ein Speichermedium. Hier ist der Lautsprecher. Vorne haben wir Stereo-Mikro. Also diese Kamera ist wirklich klein, aber fein und reicht jetzt für normale Tabletop-Reviews völlig aus. Sie hat ein doch relativ gutes eingebautes Mikro, was Sprache eigentlich sehr gut wiedergibt. Für Musikaufnahmen, um euch jetzt, wenn ihr irgendwie ein Gitarrist seid, so wie ich nebenbei noch, und Musik macht, da irgendwie Stücke aufzunehmen oder eine Band aufzunehmen, dafür ist das eigentlich nichts. Man kann leider kein externes Mikro anschließen, das ist in den unteren Preisklassen einfach nicht vorhanden, sowas, so ein Feature, und da muss man schon so um die 500 mindestens ausgeben. Und das ist einfach zu höhenlastig, dann die Musikwiedergabe. Das habe ich schon mal ausprobiert, das kann man eigentlich vergessen. Aber für Sprachvideos, wo ihr selber nur sprecht, für Tabletop-Reviews, um aus kurzer Entfernung einen Gegenstand zu filmen und den dann auch vor der Kamera bewegen zu können, ist das optimal. Genau dafür ist diese Kamera gut für mich. Dafür werde ich sie nutzen. Und ihr könnt zum Vergleich gerne mal auf meinen Kanal German Blanken Ärgern Reviews raufgehen, euch mal Videos angucken von den Anfängen, zum Beispiel von dem Schreckschussrevolver Weihrauch HW37. Das ist eins oder das erste Video auf meinem Kanal. Da sieht man sehr viel diese Schwierigkeit mit dem Fokussieren. Und dann guckt ihr euch nochmal dieses Video an, was jetzt hier oben eingeblendet ist als Empfehlung. Das ist das aktuellste und das erste Video, was mit der neuen Sony HDR CX405 gedreht wurde. Das ist das Review der Umarex Legends P08 Pistole. Und da sieht man dann, glaube ich, den deutlichen Unterschied. Ne? Also guckt euch das Weihrauch-Video an und dann das Review dazu und dann das Review der P08. Da seht ihr dann den Unterschied. Ich wollte einfach mal zeigen, was in Zukunft hier, womit in Zukunft die Tabletop-Reviews gefilmt werden. Und einfach mal so den Unterschied für euch aufzeigen mit diesen beiden Videos, die ich eben genannt habe, zu dem Video machen mit einer einfachen, kompakten Digitalkamera, zu so einer Handycam für 200 Euro, 199 Euro. Da ist schon ein deutlicher Unterschied da. Und das reicht für Tabletop-Reviews, was immer ihr machen wollt, erstmal völlig aus. Mit meinem Kanal wird es auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen. Da werde ich dann mal schauen, inwiefern ich mich da kameratechnisch noch verändern muss. Für die Tabletop-Reviews wird es erstmal diese Kamera sein. Für meine Abonnenten, ich wünsche euch weiter viel Spaß auf meinem Kanal, jetzt mit besseren Videos. Und für alle, die wegen der Kamera sich das jetzt hier angeguckt haben, zu bestimmten technischen Spezifikationen, diesen ganzen Werten, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, ich erwähne das jetzt hier nicht alles, dann schreibt einfach unter das Video in die Kommentare. Ich versuche dann bei Gelegenheit darauf zu antworten und euch die Fragen zu beantworten. Ja, wenn ihr euch die selber kaufen wollt, wie gesagt, für so normale Urlaubsfilmereien oder private Familienfilmereien oder halt Tabletop-Reviews, absolut zu empfehlen, das Teil. 199 Euro bei Amazon habe ich die gekauft. Abonniert gerne meinen Kanal German Blanken Ärgern Reviews, falls euch das interessiert. Ansonsten viel Spaß mit der Kamera. Tschüss.